Haltet mich ruhig für verrückt. Teil 3 mit dieser Generation, mit dieser Maschine. Und wirklich, das allerletzte Mal, alle guten Dinge sind 3. Und natürlich auch eine andere Farbe. Vielleicht hilft das. Lady in Red. Ob ich mich enttäuscht? Ich lasse mich überraschen. Hallo und herzlich willkommen bei Meises Welt und zum dritten und auch wirklich letzten Teil in der Abteilung Senseo Maestro. Ja, wie gerade eingangs schon erwähnt, Lady in Red, vielleicht liegt es an der Farbe, vielleicht habe ich heute mehr Glück, ich weiß es nicht und wie immer, ich lasse mich gerne überraschen. Wie ihr seht, ausgepackt habe ich die schon, den ganzen Vierlefanz da, den habe ich schon gemacht. Die hat auch schon die letzte Ölung, nein, die erste Spülung, ne, die automatisch macht, habe ich schon hinter mir. Und wie auch im zweiten Teil, ich bin überrascht, wenn ich den Tank aufsetze, alles dicht. Schauen wir uns eben an. So, dann setzen wir mal eben den Tank hier drauf. Der macht auch richtig tock. So, dann nehmen wir den wieder weg. Ja, nix. Und nochmal drauf. Wir wollen ja auch nur mal sicher gehen, ne? Ja, super. Also. Ja. Ich bin überrascht. So, ich mache da eben Strom drauf und dann gucken wir mal. Große Tasse, mittlere Tasse, Espresso. So, Pad habe ich hier drin. Ich habe auch schon vorbereitet hier, damit ich direkt weiß, wie viel da von Haus aus rauskommt. Weil ich glaube, beim ersten Mal oder beim zweiten Mal waren wir irgendwo bei 130, 140 Milliliter. So, hier habe ich auch 0 gemacht. Hier Deckel runter auf ganz oben und dann halt die eine Tasse. Was sehen meine entzündeten Augen da? Was ist das denn? Ich bin sehr überrascht. Ich habe es noch nicht eingestellt. Ich habe gar nichts gemacht. Außer die Spülung. Ehrlich, Leute. Ehrlich. Was soll ich euch sagen? Die ist von Haus aus, so habe ich es jetzt gekriegt, 125, 126 pendelt die sich ein. Ist ja eigentlich perfekt, oder? So. Das übliche Wasser, ne, gehen wir hier oben, haben die 2 Milliliter. Noch nicht mal, 1 Milliliter, 2. Gut, ja. Also, Klingling, ich bin jetzt hier bei 127 und jetzt schaut euch mal die Creme an. Ich bin überrascht. Was ist das denn? Hallo? Ja, Creme. Da ist eine Creme. Da ist eine Creme, Leute. Da ist eine Creme. Hey, ich freue mich. Alle guten Dinge sind 3. Ich bin echt überrascht. Mir kommen die Tränen. Mir kommen die Tränen. Ich mache eben neues Pad rein für die mittlere. Also oben 125 Milliliter plus der Restwasser. Sind wir bei 127. Ja, lass ich so. Lass ich so. So, Maschinchen läuft schon. Also mittlere, das wären dann 100 Milliliter normalerweise. Mal gucken, was hier rauskommt. Also ich bin echt überrascht. Also die war nicht gebraucht oder so. Die war original verklebt, da war alles schön verpackt. Hat der Herr Senseo meine Videos geguckt oder was? Und hat dann gesehen, ah, guck mal, der hat nochmal bestellt oder was? Ja, ich wundere mich ein bisschen. Ernsthaft. Vor allen Dingen so 127 Milliliter. So, ich schalte eben um. Nee, ne? Ja, ist der Hammer. Wir stehen gerade bei 104 Milliliter.
Mir fehlen die Worte. So, ich mache hier nochmal eben auf hier. Wie immer, das Restwasser. Ja, wo sind wir denn dann? Ja, bei 105. Hier kommt irgendwie weniger raus. 106. Guck mal. Ah, ich muss nochmal umschalten hier. Ich vergesse halt immer. Ja, da sind wir. Was ist los? Und die Crema sieht auch gut aus. Qualmt, kann man erkennen. Ne? Ach, der Senseo, also der Herr Senseo. Ich nenne ihn mal so. Hat der meine Videos geguckt oder was? Ja, dann mache ich jetzt eben schnell einen Espresso. Prost. So, Maschinchen läuft. Auf Espresso, also der Hebel ganz unten. Normaler Espresso, maximal 35 Milliliter. Ich bin mal gespannt, wo der jetzt hier aufhört. Ja, meine Select ist auf 30 eingestellt, dann kommt auch schon mal 31 oder auch schon mal 29. Ist auch noch ein bisschen Pet-Sache. Ach so, ich benutze die ganze Zeit noch die Classic. Ich habe auch Senseo Espresso. Nicht hier. Ja, zwei Pakete davon. Vielleicht gibt es da einen großen Unterschied. So, muss man ein Brett ein bisschen festhalten hier. Weil der rappelt ja jetzt. Ein Hammer. Die Waage sagt 35 Milliliter. Ich verstehe das gerade nicht. Ich glaube nicht an Zufälle. Nein, glaube ich nicht. Nein, nein. Die ist doch nicht extra für mich hergestellt worden, oder? Ja, okay, die Crema. Ja. Haben wir hier. Ist natürlich vorhanden. Aber es kann nicht so viel schäumen. Ne? Wie gesagt, das ist jetzt bei dem Espresso hier. Aber ich meine, bei der Select war das auch so. Ja, ich trinke kein Espresso. So, ja. Die Select macht einen etwas besseren. Ja, okay, der steht jetzt schon ein paar Sekunden. Der ist jetzt frisch. Aber hier aus der Glastasse, der ist jetzt von der Select. Der lässt jetzt hier schon ein bisschen nach. Aber die Crema bleibt kleben hier, ne? Also das ist ein ganz anderes Ergebnis. Hoppala. Das ist ein ganz anderes Ergebnis als die anderen beiden Maschinen. So, ich lasse das eben hier stehen. Mal gucken, wie lange das jetzt hier braucht. Dann schmeiße ich mal eben hier eine Espresso rein und bei der Select auch eine Espresso. Und dann stelle ich euch die daneben, beziehungsweise hier zeigen mal, wie der die Crema. Vom Espressomat. Bis gleich. So, die Select, die läuft schon. Hier brauche ich die Waage ja nicht mehr. Und hier, ne? Nicht, dass einer meint, die sind jetzt drin. Frisch aufgemacht. So, wir schauen uns das jetzt hier an. Die Select ist fertig. Die pumpt mal eben. So, das ist jetzt hier von Maestro und das ist die von der Select. Ich schalte nochmal eben um. Also, das ist Maestro, das ist Select. Okay, wenn man also, wie man hier erkennen kann, sehr identisch, also Select, Maestro. Wenn ich jetzt eine Espresso-Dinge nehme, sehen die gut aus. Also, ich bin überrascht. Ich bin echt überrascht. 127 Milliliter auf der großen Tasse. Was habe ich gesagt? 106 Milliliter auf der mittleren Tasse. Und jetzt bei dem Espresso. Ich habe jetzt absichtlich mal die hier gekauft. Es liegt also an dem Espresso-Pad, dann kommt auch eine Crema. Okay, ich benutze ganz selten Espresso,
Also richtigen Espresso. Ich mache mein Latte Macchiato oder wie die alle heißen, da immer nur vom normalen Pad auf die Espresso-Version. Aber ich finde das echt spanisch, komisch. Ich habe keine Worte. Ich brauche an der Maschine nichts einstellen. Die 2 Millimeter, die 2 Milliliter, ja, die machen die Kohle jetzt nicht fett. Ich zeige euch nochmal eben hier. Da ist ja der Senseo Classic Pad gewesen. So. Hier haben wir nochmal die Maestro und hier haben wir die Select in der Glastasse. Also auf Espresso-Basis ist die Select. Auf der Espresso-Basis, also normaler Pad und dann nur Espresso drücken, ist die Select etwas weiter vorne, weil da ein bisschen mehr Crema rauskommt. Aber wenn ich dann das Espresso-Pad nehme, jeweils, ist gleich. Ich mir fehlen die Worte. Leute, Leute, Leute. Ja, also, bis auf den kleinen Unterschied, ich weiß, ich wiederhole mich. Aber ich trinke eh kein Espresso. Und wenn, dann weiß ich jetzt, dass man wirklich ein Espresso-Pad nehmen sollte. Oder vielleicht zwei normale Classic und dann. Ja, also, kann ich es euch empfehlen oder nicht? So, nein, ich teste keine rote mehr, um zu wissen, ob das einmaliges Ding ist. Das ist schon unheimlich für mich jetzt, wie gesagt. Die große Tasse Einstellung fast perfekt oder perfekt ist okay und die mittlere und das mit dem Espresso jetzt hier. Mir fehlen die Worte, ehrlich Leute. Macht euch selber ein Bild. Ich habe jetzt dreimal ausprobiert, zweimal die schwarze, jetzt die rote. Lady in Red, so nenne ich die auch, wenn mich einer fragt, oder hast du Lady in Red? Guck noch mal eben kurz vom Tank. Ist trocken. Ja, ich habe keinen Bock, die zu drehen, aber es ist wirklich trocken. Ja, noch ein minimaler Tropfen ist hier. Ach, da ist gar nichts, ist da. Läuft nicht aus, nix. Die rote kann ich euch von meinem Test empfehlen. Ja. Macht euch wieder selber ein Bild. Vielleicht müsst ihr das auch dreimal ausprobieren. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Also, Espresso-Pad. Identisch mit der Select, so wie ich das gerne hätte. Und steht ja schon ein paar Sekunden hier. Und das ist immer noch super. Also, wenn ihr euch auf das Abenteuer einlassen wollt, dann macht es so wie ich. Ich muss immer noch grinsen. Ja, ansonsten, ich hoffe, euch hatte dieser dritte Teil relativ gut gefallen. Ne? Der neuen Maestro in Rot. Ja, mir fehlen die Worte. Danke fürs Zuschauen und Daumen hoch, bin ich immer wieder gern zu haben. Und auch nach diesem dritten Teil, ich weiß nicht, was als nächstes kommt. Drückt abonnieren, ihr kriegt eine Meldung. Ich freue mich. Sind ja auch wieder ein paar Leute dazugekommen. Danke, danke, danke dafür. Und ich mache mir jetzt einen Doppelten. Wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, euer Meise. Perfekt. Ihr habt doch gesagt, ich gönne mir einen Doppelten. Ja, meine jetzt, Lady in Red. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Ciao, euer Meise.